20. Juni drehte sich beim BMV in Oberbullendorf alles um den richtigen Umgang mit Abfall. Im Rahmen der Initiative ARA for Kids, die Kindergarten- und Volksschulkinder spielerisch an Themen wie Umweltschutz und Recycling heranführt, hatte Maskottchen Tobi Drenguru die burgenländischen Kinder zum ARA for Kids Recycling-Tag eingeladen. Über 230 Kinder lernten, wie man Abfall richtig trennt. Heute interessanter Tag bei dem Müllverband, jede Menge Kinder. Was macht ihr eigentlich da? Ja, es ist heute wiederum eine tolle Veranstaltung. Wir versuchen ja mit dem BMV das ganze Jahr Veranstaltungen speziell mit den Kindern und mit den Jugendlichen zu machen. Und heute machen wir das gemeinsam mit der ARA. Diese Veranstaltung gibt es jetzt schon über 20 Jahre und die findet immer hier in der Station in Oberbullendorf statt. Und wir versuchen hier immer mit den Kleinsten spielerisch zu lernen, wie wir Müll trennen, vermeiden können, wie wir mit Müll umgehen und vieles mehr. Und die Veranstaltung kommt immer sehr gut an. Wie wichtig ist die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren jetzt zum Lernen Mülltrennung? Mit den Kindern kann man am meisten lernen und Kinder lernen auch am meisten und eigentlich am frühesten, wenn man anfängt, schon im Kindergartenweg oder auch zu Hause natürlich die Verantwortung von den Eltern, kann man einiges beitragen, dass das Verhalten ein ganz anderes ist, wie es sein sollte, eben mit Müll und mit Mülltrennung umzugehen. Wie viele Schulen haben die eingeladen? Wir machen das gemeinsam mit dem Landesschulrat und wir versuchen das flächendeckend so zu splitten, dass immer wieder natürlich alle die Möglichkeit haben, bei diversen Veranstaltungen zu kommen, so wie heute mit ARA for Kids oder beim Goldenen Mieskäfer und viele andere Aktionen, die wir auch noch über das Jahr haben. Ich habe schon die Kinder beobachtet, die macht das riesengroße Spaß, ob da jetzt mit dem Gerät zum Greifen oder in den Korb zu werfen. Wurden das jedes Mal andere Spiele oder kommen die Kinder immer, wie kommt ihr auf die Spiele? Ja, also da gibt es ja Pädagogen, die immer versuchen, spielerisch etwas Neues immer dazu zu bekommen und natürlich versuchen wir auch immer das attraktiv zu machen, das Programm, und das gelingt uns auch und selbstverständlich wird es alle Jahr immer etwas eine Erweiterung geben, aber im Prinzip ist es eigentlich dieselbe Veranstaltung. Geschenke gibt es auch? Geschenke gibt es auch, es gibt Siegerehrungen, die freuen sich drauf, es gibt Urkunden, es gibt kleine Geschenke, es gibt einen kleinen Umtrunk, einen kleinen Imbiss. Also da schauen wir schon, dass das leibliche Wohl in Ordnung ist. Spielerisch wurde erklärt, wie man den Müll richtig trennt. Für die Besucher war natürlich auch eine Jause vorbereitet. Alle Kinder bekamen eine Teilnahmekarte, die sie bei jeder Station abstempeln lassen konnten. Bitte schön. Du auch? Ich ja linker. Wie ich habe vorher gesagt, heute ist ein richtig interessanter Tag bei dem Müllverband mit so vielen Kindern. Wie viele Kinder kann man rechnen, dass die da waren dabei? Ich schätze, dass heute so ungefähr um die vielleicht 50 Kinder da teilnehmen werden, also doch eine stattliche Anzahl, und wir freuen uns, dass so viele Kinder sich angemeldet haben und hier an dieser Vormittagsveranstaltung teilnehmen.
Sie mussten mehrere Stationen durchgehen, dass ein Pass voll ist. Können Sie uns die Stationen beschreiben? Das würde besser sein, wenn das die Abfallberater dann im Detail machen, aber es sind mehrere Stationen, es gibt überall verschiedene Aufgaben zu lösen. Das Ganze wird aber spielerisch gemacht, also die Kinder sollen spielerisch lernen, wie der Umgang mit Abfall ist und auf was man hier aufpassen soll. Und es ist uns wichtig, dass hier eine Verknüpfung ist zwischen Spielerischem und zwischen dem Lernen. Das ist uns wichtig und dadurch soll auch eine gewisse Aktivität bei den Kindern da sein und das gefällt den Kindern meistens sehr gut. Und solche Veranstaltungen findet jedes Jahr? Ja, im Prinzip versuchen wir so gerade vor dem Schulschluss, wenn in den Schulen man oft nicht mehr weiß, wie das Tagesprogramm aussieht, dann bieten wir solche Veranstaltungen an, wo die Kinder dann an einem Vormittag den Umgang mit Müll lernen können und auch das Umweltbewusstsein geschärft wird. Das ist meistens ein guter Zeitpunkt, dass man vor dem Schulschluss mit den Kindern in diese Richtung noch arbeitet. Wir sind hier bei Tobis Lieblingsplatz von unserem Maskottchen, der Seerosenteich. Und das ist eine von den 5 Spielstationen, wo die Kinder spielerisch lernen, warum und wie man am besten Müll trennen sollte und die Umwelt am besten schont und nicht verschmutzt. Durch den Seerosenteich, Vorsicht, nur außen rum bitte. Also bei dem Spiel müssen die Kinder sich in Reihen stellen, dann einen Müll aussuchen, nach hinten gehen und den immer vorgeben und das vorderste Kind muss dann wissen, wo das reingehört und die anderen sollten eben das natürlich vorher so einflüstern wie beim Spiel Stille Post. Ja, ihr könnt doch hingehen und es einfach so reingeben, gell? So, wir haben da vorne in dem Korb Plastikflaschen und die wollen wir jetzt alle auf der Wiese verteilen. Überall außer auf den Steinen. Könnt ihr mir dabei helfen? Ja! Na dann los! Aber nicht schmeißen! Juli! Kohle schon! Und los geht's! Wir können es hier ranfeuern! Hopp, 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 hopp! Super! Und wieder zurück! Und die nächste! Die wir wirklich an her. Zack! Super. Mach dir noch ein Loch rein. Okay. Ja, das ist schon mehr.